Hey, Alessio, wo willst du denn mit uns hin? Wohl zu sehr in seine Arbeit vertieft. Dann reden wir eben miteinander. Hallo und herzlich willkommen an deinem ersten Tag bei DAXA. Alessio macht hier die Ausbildung zum Fachlageristen. Das heißt, er ist für die Annahme, die Lagerung und den Versand von Gütern zuständig. Wie diese Arbeit genau aussieht, zeigen er und sein Kollege Onur uns heute. Moin Jungs. Moin. Alles klar, dann kannst du losgehen. Onur, du gehst bitte in die Fahrerbetreuung, unterstützt die Fahrer ein bisschen. Ja. Wenn Fragen sind, kommst du nochmal zu mir. Alles klar. Alessio, wir beide machen Warenkunde. Ja. Zeig dir noch ein paar Unterschiede. Heute Nachmittag werden wir diese eine Sendung zusammenstellen. Das machen wir zusammen, da zeige ich euch noch ein bisschen Ladungssicherung, was dazugehört. Okay. Und bis dahin, viel Spaß. Ja, okay. Bis später. Okay, bis später. Tschüss. Alles verstanden? Perfekt. Dann kann es jetzt losgehen. So, Alessio, was haben wir denn hier? Das Label hast du doch schon mal gesehen. Ja, das ist Gefahrstoff der Klasse 8 und ist hochätzend und darf normalerweise nicht gestapelt werden. Ja, da hast du recht. Wir haben es jetzt gestapelt, weil es Leergut ist, das sind leere Container. Als Fachlageristin oder Fachlagerist bist du dafür verantwortlich, dass alle Waren fachgerecht gelagert werden. Dafür musst du natürlich wissen, womit du es zu tun hast. Bei DAXA kann das aufgrund der Größe des Unternehmens so ziemlich alles sein. Jede Art von Konsumgütern, aber auch Gefahrstoffe und Lebensmittel. Während der Ausbildung lernst du alles über Sicherheits-, Lagerungs- und Transportvorschriften. Bei DAXA arbeiten die verschiedenen Abteilungen eng zusammen, damit die Lieferketten reibungslos funktionieren. Als Fachlageristin oder Fachlagerist bildest du ein Team mit den Berufskraftfahrerinnen und Fahrern und auch mit den Speditionskaufleuten. Der ständige Austausch und Teamgeist werden bei allen großgeschrieben. Moin Onur, ich finde meine Palette nicht. Die soll auf Lagerplatz 260 stehen, aber die ist da nirgendwo. Ja, alles klar, ich schau mal eben. Einen Moment. Kann ich dir sicherlich helfen? Wie bei der Morgenbesprechung angesagt, ist Onur heute für die Betreuung der Fahrerinnen und Fahrer zuständig. Bei der Größe des Lagers und der Anzahl an Paletten ist es nicht einfach, den Überblick zu behalten, sodass Unterstützung gefragt ist. Dafür ist Onur da. Mit dem Lagermanagementsystem hat er immer im Blick, welche Ware sich wo befindet und kann dem Fahrer schnell helfen. Als Fachlageristin oder Fachlagerist sollte Ordnung für dich an erster Stelle stehen. Das gilt nicht nur im Hinblick auf die Waren, sondern auch für deine Arbeitsmittel. Woran Alessio den Zustand einer Palette erkennt? An der Beschaffenheit des Holzes, dessen Farbe und Helligkeit. Aber keine Sorge, solche Details lernst du während deiner Ausbildung bei DAXA. Nun zur Königsdisziplin, dem Verladen. Gemeinsam mit ihrem Ausbilder spielen Onur und Alessio Waren-Tetris. Dabei sind Geschick, Geduld und räumliches Vorstellungsvermögen gefragt. Je effizienter gepackt wird, desto umweltfreundlicher und ökonomischer ist es. Dafür haben die Jungs gelernt, wie sie mit Geräten wie Gabelstapler und Schnellläufer umgehen und wie die Fracht richtig gesichert wird. Sehr gut. Feierabend. Gute Teamarbeit. Die Ware ist jetzt unterwegs und Onur und Alessio können in den wohlverdienten Feierabend. Wir verabschieden uns jetzt auch und hoffen, du hattest einen tollen Tag bei DAXA. Tschüss und bis bald.